Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach diesem Marathon umzuschalten ist vielleicht nicht ganz einfach, aber jetzt geht es um den Wald. Vorbemerkung: Der vorgelegte Antrag ist keine Modifikation des alten Antrages von FF-BMV auf der Drucksache 4024. Damals ging es um die Förderung der Waldbesitzer, nicht des Waldes. Zweite Vorbemerkung zur Begründung der Intention unseres Antrages. Da erlaube ich mir ein Zitat. Der Wald gilt als Inbegriff für Beständigkeit und langfristiges Wirtschaften. Die besondere Wirkung des Waldes liegt in seiner Multifunktionalität. Der Wald ist Erholungsraum. Der Wald dient dem Klimaschutz. Er ist für den Wasserhaushalt wichtig, für die Biodiversität und für die Bodenfruchtbarkeit. Er ist wesentlicher Faktor der Tourismus und zunehmend auch der Gesundheitswirtschaft. Er besitzt eine archivarische Funktion, spiegelt sich in der Kunst wider und ist Bildungsraum für eine nachhaltige Entwicklung. Er ist auch unverzichtbarer Rohstofflieferant für uns alle. Kurz, Wald ist multifunktional und unersetzlich. Herr Minister Dr. Backhaus, ich glaube, Sie haben es erkannt. Es ist ein Zitat von Ihnen. Es stammt aus dem Vorwort des Landeswaldprogramms von 2016, Mecklenburg-Vorpommern. Ein überaus gutes Programm für unser Land. Bei der Gelegenheit ein zweites, wenn Sie schon, Herr Krüger, das so begrüßen, ein zweites Zitat. Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, des Klimas, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Biodiversität, die Bodenfruchtbarkeit des Landschaftsbildes, die Agrar- und Infrastruktur sowie die Erholung der Bevölkerung zu erhalten und zu mehren. So steht es im Paragraph 1 Absatz 2 dieses genannten Landeswaldgesetzes. Meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Landeswaldgesetz und ein sehr gutes Land-Wald-Programm. Doch was nutzen uns gesetzliche Rahmenbedingungen, gute programmatische Ziele, wenn wir aus welchen Gründen auch immer momentan nicht in der Lage sind, das umzusetzen? Wir haben in Bezug auf den Wald kein Regelungsdefizit oder fehlende Ziele. Wir haben ganz klar ein Umsetzungsdefizit. Denn von einer Waldmehrung, wie sie gesetzlich bestimmt ist, wie wir sie uns vorgenommen haben, wie es eigentlich die Intention aller, die mit dem Wald zu tun haben, in unserem Land ist. Eine Vorgabe von 1.000 Hektar pro Jahr aus dem Landeswaldprogramm versehen, sind wir leider meilenweit entfernt. Genau darum und um das Erreichen der im Landeswaldprogramm 2016 angestrebten Ziele für Mecklenburg-Vorpommern und um die Umsetzung des Landeswaldgesetzes geht es in unserem Antrag. Wir sind uns dabei durchaus über die Ursachen im Klaren, warum wir in den letzten Jahren alle Zielmarken verfehlt haben. Ein Problem ist dabei natürlich die Bereitstellung von Flächen für die Neuaufforstung. Die Konkurrenz um den verfügbaren Boden ist groß, ob Landwirtschaft, Infrastrukturprojekte, Straßenbau oder neue Gewerbegebiete, Wohnungsbau, alle kämpfen um die verfügbaren Flächen. Und wenn ich da nur daran denke, wie ich schon vor 10 Jahren im Projekt Refina, einem Bundesprojekt zur Minimierung der Flächenverluste, selbst mitgearbeitet habe, wo es kaum da möglich war, eine Verringerung des jährlichen oder teilweise sogar des täglichen Flächenverlustes umzusetzen, ist es schon bemerkenswert, dass wir überhaupt in der Lage sind, einen Teil unseres vorgenommenen Projektes umzusetzen. Mit unserem Antrag wollen wir dabei nicht nur das Land in die Pflicht nehmen, Neuaufforstungsflächen bereitzustellen. Wir wollen auch bei den Kommunen dafür werben, Flächen bereitzustellen. Und wir wollen auch die vielen privaten Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern nicht außen vor lassen. Zudem ist das Thema Wald erst durch Vorschläge schweizerischer Wissenschaftler kürzlich in der ganzen Klimadiskussion sehr stark in den Mittelpunkt gestellt worden. Denken wir an die Dürrejahre, denken wir an das nasse Jahr vor 3 Jahren, weltweite Waldbrände oder beispielsweise auch an den Borkenkäfer.
Dadurch haben wir bemerkenswert viel Aufmerksamkeit auf das Thema Wald bekommen. Eine Aufmerksamkeit, die ich zuvor, wenn ich mich selbst erinnere, an meine Entwicklung erst in den 70er Jahren hatte, spät 70er Jahre, frühe 80er Jahre. Wer erinnert sich nicht an die Diskussion um das Waldsterben durch den sauren Regen? Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kannte man dann das Thema Wald schon nicht mehr und es war lange Zeit Ruhe. Mittlerweile engagieren sich Privatpersonen in letzter Zeit vermehrt für den Wald, da sich aufgrund von extremen Trockenperioden und damit verbundenen Schädlingsbefall leider auch in Mecklenburg-Vorpommern in einem besorgniserregenden Zustand befindet. Andere Bundesländer sind viel schlimmer betroffen. Das hat seine Gründe. Andere Länder haben ja auch viel mehr Wald als wir. Aber andere Bundesländer haben mit ihren Landesforstanstalten, Fachverbänden wie dem Bund Deutscher Forstleute, Naturschutzverbände, aber auch private Waldbauern massivere Probleme gekennzeichnet, um den Wald gegenüber dem Klimawandel gesund zu halten und wenden sich mit Resolutionen, Forderungen, Appellen an die Öffentlichkeit. Eine Waldmehrung scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt illusorisch. Deshalb brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens, alles für eine nachhaltige Entwicklung des Waldes in Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Mit dem Landeswaldprogramm 2016 haben wir eigentlich eine gute Waldstrategie für unser Land und trotzdem sind wir in die jetzige Lage geraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es zusammenfassen. Wir haben einen guten Plan zum Wald, wir haben die richtigen Ziele, aber wir haben ein Umsetzungsdefizit und unser Antrag soll der Verbesserung der Bedingungen und der Beschleunigungsverfahren dienen. Die Aktualität mit Bezug auf die klimatischen Entwicklungen, die wir haben, ist eindeutig und unser Antrag ist ein guter Antrag, der dem Minister bei seinen Aufgaben den Rücken stärken soll. Danke für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich das mal so resümieren kann, was eben alles gesagt wurde, sollte ich vorher noch mal vielleicht zu unserem Antrag zurückkommen, um Klarheit zu schaffen. Punkt 1, da geht es im Wesentlichen ja um ein Sonderprogramm Waldmehrung, vor allem deswegen, weil festgestellt wurde, dass, wie Frau Aßmann eben richtig gesagt hat, die 1000 Hektar, die im Zielkorridor sich befinden, im Moment nicht erreicht werden. Also muss es darum gehen, Maßnahmen sich zu überlegen, überhaupt Gedanken zu wälzen, wie wir in irgendeiner Form an dieses Ziel rankommen. Die 1000 Hektar sind ja nicht irgendwie aus dem Hut gezaubert und sich irgendwie nicht irgendeine fixe Idee, sondern hatten ja wirklich einen Sinn gehabt. Völlig egal, ob vielleicht 998 oder 1001 Nacht da richtiger wären. Zweitens, die ganze Problematik der klimabedingten auf Waldumbau ausgerichteten Fragen der Waldneubildung und der Sukzession sind ja eher technischer Natur. Das ist sicherlich unstrittig. Und drittens geht es natürlich um Flächenbereitstellung und um das Werben bei kommunalen und privaten Waldbesitzern. Und ohne dass ich jetzt hier herumspringe, das geht eben nicht dabei um Kaufen ohne zu bezahlen, Herr Strohschein. Es geht vielleicht genau darum, was wir in meiner Gemeinde, in der Gemeinde Süderholz gemacht haben, und zwar mehrfach schon, dass dann Bürger losziehen, vielleicht einmal im April, und jeder hat 3 Setzlinge in der Tasche und dann wird eine entsprechende Fläche durch die Gemeinde freigegeben wird, aufgeforstet bzw. gewaldet. Das nennt sich beispielsweise bei uns ganz normal, so wie auch früher, Subotnik. Das funktioniert. Herr Minister, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auf das Waldforum eingegangen sind und der Hinweis, dass in meiner kleinen Einbringung der Zusammenhang von Wild und Jagd auch mit dem Hinweis auf Verbiss ausgespart wurde. Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass die Diskussion in den letzten Wochen genau zu diesem Thema, auch der Dissens mit dem Landesjagdverband, nicht geeignet ist, um dieses Thema hier zu überfrachten. Deswegen habe ich es absichtlich rausgelassen. Wollen wir nicht eine weitere Wunde aufreißen? An der Stelle ist, glaube ich, da sind wir uns sicher einer Meinung, erstmal Ruhe ins Boot kriegen, damit wir hier nicht in eine Schieflage geraten. Jeder 3 Bäume pro Jahr, so wie Sie das gesagt haben und wie ich eben gerade aus meiner Gemeinde berichtet habe, das geht, das funktioniert. Man muss es nur wollen, dazu ist zu werben, da ist vielleicht ein kleines bisschen noch Schwung reinzubringen in den ganzen Apparat.
wir mit unseren 24% Waldanteil an der Gesamtfläche, ein Drittel in Deutschland ist ja nur der Durchschnitt. Es gibt ja Bundesländer, die haben wesentlich mehr. Das hängt natürlich mit unserer prädestinierten Situation zusammen im ostelbischen Raum. Das ist prädestiniertes Ackerland. Nicht umsonst ist hier in Größenordnungen Ackerfläche entstanden. Wenn wir 800 Jahre zurückdenken, da gab es bei uns bestenfalls Waldweidewirtschaft, aber eben kein Ackerbau. Das ist ja in einer bestimmten Zeit entstanden. Das hatte seine Gründe, seine Ursachen. Und das übrigens zu einer Zeit, als die Bevölkerungsdichte bei uns bei 15 bis 20 Einwohnern auf dem Quadratkilometer lag. Da wurde hier großzügig entwaldet. Aber das sind alles historische Kamellen. Das zeigt allerdings eher, dass unsere Verantwortung auch gegenüber einer notwendigen Korrektur von Entwicklungen in der Vergangenheit sehr sinnvoll ist. Die enge Verpflichtung mit Kommunen, mit der Landwirtschaft, das ist ganz klar. Da gibt es kein Problem zwischen uns, denke ich mal. Und auch der Hinweis auf den hohen Preis der Fläche, das drückt uns sicherlich. Aber wenn ich das einfach zusammenfasse, was Sie uns hier heute angeboten haben als programmatischen Aufschlag, ein neues Programm im Jahre 2020, das ist ja im gewissen Sinne schon fast unser Antrag. Machen wir doch da etwas Vernünftiges draus und wir überweisen das Ganze in den Agrarausschuss. Dann haben wir gemeinsam die Möglichkeit, darüber nachzudenken und gewissermaßen im Ping-Pong hin und her oder auch wie auch immer das zu behandeln, ohne dass hier das Ministerium allein gelassen wird. Ich denke, der Agrarausschuss ist genau der richtige Platz, um das, was Sie vorhaben, parlamentarisch zu begleiten. Und dann bräuchte man über alle anderen Punkte nicht mehr weiter zu diskutieren. Demzufolge ergänze ich unseren Antrag mit dem Antrag, das in den Agrarausschuss zu überweisen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.